US-Militärschlag gegen Syrien beinhaltet nach unserer Auffassung eine dramatische Eskalation des Krieges zu einem Flächenbrand. Nach unserer Auffassung ist dieser Militärschlag völkerrechtswidrig. Dieser Militärschlag zielt gegen Syrien und Russland. Die Menschheit kann froh sein, dass beide die Eskalation bislang nicht fortgesetzt haben. Wie leicht kann die Situation völlig außer Kontrolle geraten und zu einem Weltkrieg führen? Das Reden vom Giftgasangriff als Ursache ist Unsinn, denken wir. Syrien oder Russland hat eine unabhängige Untersuchung angeboten. Die Vereinten Nationen haben noch kein Ergebnis. Allerdings, die Bild-Zeitung wusste Bescheid und forderte Krieg. Die Kriegstreiber in den USA, der NATO und der EU, leider auch unsere Bundesregierung, stimmten ein. Mit Sicherheit ist davon auszugehen, dass die wesentlichen Gründe für Trumps Attacke auch innenpolitische Schwierigkeiten seiner Regierung sind. Die EU, Merkel, Gabriel stimmen in den Chor der Kriegstreiber ein. Das wollen wir nicht. Münchnerinnen und Münchner und liebe Gäste in München, hier ist der Ostermarsch 2017, wie in vielen Städten in der Bundesrepublik Deutschland oder in Europa und auch in den USA, meines Erachtens. Wir demonstrieren hier für eine Welt ohne Krieg, ohne Militär und Gewalt. Deutschland ist weltweit drittgrößter Rüstungsproduzent und Rüstungsexporteur. Die deutschen Exporte von Kriegswaffen und Rüstungsgütern haben sich in den letzten Jahren verdoppelt. Jede Minute stirbt ein Mensch an den Folgen einer Gewehrkugel, einer Handgranate oder einer Landmine. Keine deutschen Waffen, Rüstungsgüter und Lizenzen zählen selbst Diktaturen und andere Regime, die Menschenrechte mit Füßen treten. Wir sagen: Kommen Sie mit! Gleich hier vorne am Aktionsplatz vor der Oper findet jetzt eine Kundgebung statt. Demonstrieren Sie mit uns gegen Kriegstrauer, gegen das Militär und gegen Gewalt.
Das ist ja. Aber das ist so. Ja, ja, auch.